Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer, Jojo Long und Chobi Hui. Ja, und heute machen wir mal was, was viele vielleicht schon lange nicht mehr gemacht haben. Lesen. Ja, lesen. Lesen. Okay. Einfach irgendwo hinsetzen und lesen. Oder einfach sich irgendwo hinsetzen und sich was vorlesen lassen. Na, das ist eigentlich nicht nur etwas, was man im Kindergarten machen kann, das kann man eigentlich auch, wenn man erwachsen ist, machen, finde ich, oder? Ja, ja und nein. Also ich lese eigentlich noch jeden Tag, ja. Aber vor dem Computer, ja. Oder habe ich ein Handy in der Hand und dann lese ich aus dem Handy. Aber ein Buch habe ich wirklich schon lange, lange nicht mehr gelesen. Ja, ich habe genau kein solche Leute gelesen. Wie du brauchen das Taiwan Reading Festival. Na, das gab es nämlich, ja, Taiwan Reading Festival. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich das gehört. Vielleicht gab es das früher schon mal in kleinerem Umfang. Aber vor ein paar Wochen ist das, glaube ich, schon wieder her. Wir hatten gar keine Zeit, ganz aktuell darüber zu berichten. Entschuldigen Sie vielmals. Ja, da war auf dem Chiang Kai-shek Memorial Platz und um das ganze Memorial herum waren, ich glaube, hunderte von Zelten, also 100 waren es bestimmt, vielleicht 200 Zelte aufgebaut, so Stände. Und da konnte man aus verschiedensten Ländern eben Leuten beim Vorlesen zuhören. Ja. Aber anscheinend hat an den Tag nicht geregnet, oder? Warum? Ich kann mir nicht gut vorstellen, wenn es regnete und da gab es so viele Menschen und Bücher da würde sehr ungünstig sein. Ach so, ja, vielleicht getröpfelt hat es ein bisschen in den Morgenstunden, aber das hat sich in Grenzen gehalten. Naja, es waren wirklich sehr viele Leute da, ja. Ja, das wundert mich wirklich schon ein bisschen, ja. Das wundert dich, wieso? Ja? Was ist denn sehr viele Bücher? Du hast bestimmt bitte irgendwelche Zahlen herausgesucht. Also, ja, stimmt schon. Ja? Also, nach Statistik hat es in den 2 Tagen etwa 60.000 Leute dieses Festival besucht. 60.000 Leute an 2 Tagen. Genau, schon viel, ne? Also vor allem viel für ein mehr Festival, als das eigentlich noch niemand kennt. Ne, das war ganz neu. Ja, schon ganz neu. Eigentlich haben wir dieses Festival schon seit 10 Jahren. Ja. Allerdings, wie du vorhin gesagt hast, anfangs wurde das in kleinen Rahmen veranstaltet und jetzt in diesem Jahr hat man besonders viele Bibliotheken aus anderen Ländern nach Taiwan eingeladen. In der Tat, ich war dort. Ich war dort und ich hab mich total gewundert, da plötzlich arabisch aussehende Schriftzeichen zu sehen. Und dann war das die Nationalbibliothek von Malaysia. Und dann dachte ich mir, hey, wieso? Malaysia, die schreiben doch jetzt nicht arabisch, die schreiben doch mit Buchstaben das meiste. Und dann hat mir der nette Mann, der ist extra aus Malaysia hierher geflogen für dieses Lesefestival, ne, hat er mir erklärt, dass die wohl früher mal auch eine arabische Form benutzt hätten. Und da haben sie das eben so gegenübergestellt, die malaiischen arabischen Schriftzeichen mit den westlichen Buchstaben gegenübergestellt, also so A, B, C, was ist. Und unser Märzer Kollege Kyrill war auch mit dabei. Okay, und wenn ihr beide dabei seid, dann kann ich mir gut vorstellen, ihr habt bestimmt auch aufgeführt, oder? Wir haben uns aufgeführt. Wir haben etwas aufgeführt, genau. Mhm. Wir dachten, ja, wenn da alle so belesen sind, könnten wir doch auch was auf Deutsch singen. Ne? Und mein Kyrill, der kann ja nicht nur auf Deutsch singen, der kann ja alle möglichen Sprachen singen. Ich weiß gar nicht, ob die Zuhörenden das wussten, dass Kyrill so sprachbegabt ist. Ja, ich kann ja eigentlich nur immer Akkordeon spielen und vergesse die Texte. Und deswegen ist es immer sehr gut, einen Kyrill dabei zu haben. Ja, wenn Sie nicht wissen, wie Sie ein Lied singen sollen, nehmen Sie einen Kyrill mit. Der kann wahrscheinlich 500 Lieder mindestens. Die Texte, alle Texte kann der auswendig. So. In verschiedensten Sprachen, ja. Ja. Ein ganz guter Duo. Ja, ja, wir haben da spontan, ich hatte zufällig mein Akkordeon mit. Sehr zufällig. Sehr zufällig.
Und ja, die Deutschen waren auch nicht mehr da. Also das Goethe-Institut war am Samstag da, aber am Sonntag nicht. Oh. Und da dachten wir, das geht ja nun gar nicht, ne, dass der deutsche Stand da so leer ist. Da Nein, das da, geht nicht. Genau, haben uns demonstrativ da eben erstmal hingesetzt. Ja, und das war neben dem belgischen Stand und die Belgier waren da. Oh, ja, oh, das, peinlich. Was heißt peinlich? Wir haben gleich, ich meine für Deutsche. Ja, für aber ihr, ja, die zwei Vertreter, ja, wir waren ja da. Kyrill und ich, wir waren ja da und wir haben dann auch so Lieder gesungen, wo man so ein bisschen mit der Sprache spielen kann. Oh. Zum Beispiel drei Chinesen mit dem Kontrabass. Dann haben wir das. Oh yeah. Da haben wir denen anhand dieses Liedes, dass wir schon seit einigen Jahren im Repertoire haben, übrigens auf Chinesisch dann. Auf Chinesisch singen wir dann aber nicht drei Chinesen mit dem Kontrabass, sondern einfach nur drei Leute. Aha. Drei Leute, wir singen auch nicht Kontrabass, wir singen Sangren, Sai Lu, Sang Laga, Da, Tina, mit dem Cello. Das sind drei Leute mit dem Cello. Wir singen wieder Sangren, Sai Lu, Sang Laga, Da, Ti, Chin, Wong, 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 Zhen, Nan, Ting, Ching, Chai, Lai, Le, Wen, Fa, Sheng, Se, Me, Shi, Ching, Ey, Sangren, Sai Lu, Sang Laga, Da, Ti, Chin. Genau, also drei Leute sitzen auf der Straße, spielen Cello. Spielen, krachts, krächts, krächts, wirklich schrecklich. Dann kommt die Polizei und fragt, was ist denn da los? Und eben nichts, drei Leute auf der Straße spielen Cello. Ja, also wir haben das, man kann das Original, kann man noch durchaus erkennen, aber wir haben es eben politisch korrekt angepasst. Ne? Ja, schon. Keine Chinesen werden irgendwie belastet. Ja. Nein. Ja, und dann haben wir das auf aber Chinesisch. Die Cellisten vielleicht. Die Cellisten, ja. Auf Chinesisch haben wir das dann in verschiedenen, mit verschiedenen Vokalen durchgesungen. Ah, okay. Du kennst das Lied, oder? Ja, das Deutsche. Ja. Drohonosen, Motum Kontrobos. Ja. Mhm. Das haben wir dann auf Chinesisch. Songoron, Solo, Song, Logo, Do, To, Son, Wong. Also wir haben und selbst gedacht, das passt ja wie die Faust aufs Auge zu diesem Sprachfestival. Zu diesem, ja, weil es geht ja darum, mit Sprache zu spielen. Und dann eben, da waren auch sofort 20, 30 Leute um uns rumgestanden. Also das hatten wir noch nie. Oft sind wir auf einer Bühne und dann kommen aber nicht so viele Leute. Und hier waren wir einfach nur so auf der Straße wie diese drei Chinesen, beziehungsweise Nicht-Chinesen und haben angefangen zu singen und plötzlich, zack, waren da 20, 30 Leute 40, um uns 300. herum. Ja, wir haben auch dann die Frau von Kyrill hat da Fotos gemacht, um das zu beweisen. Ja. Und, das hört auch dazu, ja. Ja, du hättest mir vorher anrufen können. Wir konnten gar nicht mehr aufhören. Ja, die Leute wollten mehr. Wir haben dann eine halbe Stunde gesungen. Das war klasse. Und Kyrill war so in der Sache begeistert drin. Ich wollte ihm schon Geld in den Hut werfen. Aber er hatte keinen Hut da aufgestellt. Sonst hätte ich was reingeworfen bei ihm. Der ist immer voll dabei. Ja, ich natürlich auch. Und wir haben ja, wie gesagt, neben den Belgiern gesungen. Und dann, Kyrill kann auch die belgische Nationalhymne. Ah, okay. Auf Französisch, auf Holländisch und auf Deutsch. Also wir haben die in allen drei Sprachversionen gesungen. Ja, ich musste ja nur die Akkorde spielen und immer wieder das Gleiche, aber Kyrill hat dann alle drei Sprachen dadurch. Ja. Und ich gehe davon aus, die Franzosen waren da, ne? Die Franzosen, ja, die schon waren wahrscheinlich in einer anderen Ecke. Die haben jetzt gar nicht gesehen. Oh, okay. Und die Hymne von denen ist auch furchtbar. Ja, also wirklich. Ich meine, furchtbar zu spielen fürs Akkorde. Ja, nicht falsch verstanden. Da lasse ich Kyrill, wenn wir dann Auftritt haben und die singen sollen, lasse ich Kyrill dann immer ab dem 12. Takt alleine weitersingen. Okay. Ja, so eine unübersichtliche Akkordfolge, ja. Mach ich ungern am Akkordeon. Deswegen bin ich eigentlich dort auch hingekommen, durfte ich auch noch ein Spiel von einem belgischen Spieleautor vorstellen. Aha. Ja, ich hatte zufällig eben. Ja, wie gesagt, die Belgier, das belgische Handelsbüro, hatte dort auch einen Stand. Mhm. Und das hatten mir die schon vor einer Woche ungefähr gesagt. Dann haben sie gesagt, ich könnte doch kommen und da ein Spiel aus Belgien vorstellen, das wir im Programm haben. Dann habe ich das auch gemacht, ja. Und dadurch wusste ich überhaupt erst von diesem Taiwan Reading Festival. Ich habe das sonst nur im Bus doch auf Werbeplakaten habe ich es gesehen, aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen und wusste auch nicht, dass das so groß ist.
Also ich glaube mindestens 2 Fußballfelder groß. Schon sehr, sehr, sehr groß, ja, tatsächlich. Also ich habe schon vor vielen Jahren auch mal von diesem Festival informiert worden. Allerdings, wir reagieren nicht wirklich sehr darauf. Oh, weil ich finde, nächstes Jahr sollten wir als Sender auch reagieren und da einen Stand haben. Also das passt wunderbar. Da können wir ganz viele neue Hörerinnen und Hörer gewinnen. Hoffen wir. Aber wichtig dabei ist, dass du und Kyrie auch dort auftreten können. Also nicht Kyrie und ich sind wichtig, sondern was wir da präsentieren. Das sind ja Lieder aus verschiedensten Ländern in verschiedensten Sprachen. Das passt wirklich wunderbar zu diesem Festival. Ja, aus Mexiko war auch das Trade Office da und hat mexikanische Kinderbücher vor allem präsentiert. Dann St. Kitts and Nevis, nie gehört. Ja, doch. Pass mal auf. Ja. Es ist wirklich sehr wichtig für uns, weil Taiwan weltweit nur noch 12 Verbündete hat. Verbündete. Diplomatische Verbündete. Das ist diese kleinen Inseln gehören auch. Also St. Kitts, eigentlich St. Christopher, weil Christoph Kolumbus das wohl da auch mal entdeckt hat. And Nevis von irgendeinem spanischen Wort für Schnee, ja, Nevier oder so. Und das wurde dann verkürzt zu St. Kitts statt Christopher and Nevis. Und ja, sogar die hatten dann Stand, ja. Ja, natürlich. Ja, wie gesagt, ist eine unserer wichtigsten Verbündeten. Ja, Verbündeten. Ja, und der Botschafter, ja, der ist da auch mit seinem schwarzen, dicken Mercedes direkt vor den Stand gefahren, obwohl hier Fußgängerzone ist. Genau. Ne? Der hat sich schon raushängen lassen, ne? Dass er der Botschafter ist. Da hat er noch ein Foto gemacht, sein Stand und das Chiang Kai-shek Memorial und dann ist er wieder gefahren. Ja. Er hat seine Pflicht getan. Ja, schön. Ja. Ja, aber anderes Mal können wir wirklich RTI dort auch einen Stand haben. Ja, und das ist präsentieren. Es gab auch so tolle Bibliotheks-LKWs, also so zu Bibliotheken, Mini-Bibliotheken umgebaute LKWs, das fand ich toll. Ja, Wanderbibliothek. Eine Wanderbibliothek, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Wahrscheinlich schon, ich habe es nur noch nie gesehen. Wir hatten ja, als ich noch klein war, hatten wir unsere Pfarrbücherei im Dorf. Ne? Wir sind auch nur 5000 Einwohner im Dorf, aber wir haben 2 Büchereien, ne? Die evangelische und die katholische. Und da waren wir eigentlich immer gut mit Büchern versorgt. Ja, als wir noch in Bad Godesberg in Bonn lebten, damals waren meine Kinder noch klein, in der Nähe von unserer Wohnung, etwa nur 10 Häuser weiter, da gab es schon eine Bibliothek. Es gab ja damals also in der Nähe schon viele verschiedene kleine Mini-Büchereien oder Bibliotheken. Mhm. Ja. Die Kinder können zu jeder Zeit was zum Lesen bekommen, ausleihen. Ja, ja gut, Bibliotheken gibt es ja eigentlich in Taiwan auch landesweit. Das wäre eigentlich auch mal ein Thema für Kaleidoskop. Ne? Mhm. Also ich weiß das, weil ja auch mit unseren Spielen wir immer wieder gefragt werden, ob wir die und die Bibliothek beliefern können. Also allein im Landkreis Yunlin haben wir, glaube ich, 20 Bibliotheken Spiele gespendet. Ja. Landkreis Yunlin ist so der ärmste Landkreis von Taiwan, glaube ich. Und, aber da gibt es 20 Bibliotheken immerhin. In jedem Städtchen und größeren Dorf mindestens eine Hauptbibliothek und die haben dann noch so Zweigbibliotheken. Also ich finde, da hat sich auch die letzten 20 Jahre doch ganz viel getan, dass da Zweigstellen von Bibliotheken auch in ländlichen Gegenden aufgemacht wurde. Ja, das kann ich ja wirklich bestätigen. Lesen ist schon sehr, hat wichtig, schon einen hohen Stellenwert bei der Regierung von Taiwan. Und auch für die allgemeine Bevölkerung. Also in einer unserer Sendungen habe ich mal gesagt, dass viele Taiwaner, wenn die reich geworden sind, dann haben die Lust, eine eigene Schule zu bauen oder eine Universität zu betreiben und so. Aber einfach billiger und leichter ist natürlich, dass man eine Bibliothek da irgendwie zusammenzustellen, ja, sei es groß oder klein. Und daher, soweit ich weiß, gibt es in viele kleine abgelegene Dörfer oder Städten gibt es schon immer welche Bibliotheken. Also jetzt Wanderbibliotheken meinst du? Nein, nicht nur Wanderbibliothek, sondern auch irgendwo so eine, selbst wenn nur eine Ecke. Lese-Ecke oder sowas. Das gibt es schon immer sehr viel. Ja, und ich habe gestern auch bei diesem Festival gemerkt, es reicht natürlich nicht einfach nur die Bücher da hinzustellen, sondern es hilft ganz viel,
wenn da Geschichtenerzähler da sind, und das war auch ganz groß geschrieben, das hat man immer wieder gelesen auf verschiedenen Stellen, Storyteller, ja, Geschichtenhaus, also es waren eben auch aus verschiedensten Ländern da Geschichtenerzähler da, und dann da ist mir das so richtig bewusst geworden, wie wichtig das vor allem für Kinder ist, dass jemand Geschichten eben auch gut erzählen kann, ne? Dass man nicht nur Bilderbücher dahin steht und sagt, da Kinder, guckt mal da rein, sondern dass jemand mit den Kindern zusammen das macht. Und ja, das war sehr schön, muss ich sagen. Manche Geschichtenzelte waren sogar in dem kleinen Wäldchen neben dem Chiang Kai-shek Memorial. Das ist ja ein Riesenpark auch, und ein Teil des Parkes ist ein Waldstück, und da waren die Zelte so im Wald verteilt, also ganz toll, auch mit Märchengeschichten passend zu dem Wald. Also das war echt schön gemacht. Und das heißt, in diesem Reading, Lesefestival, da gibt es nicht nur Bücher zur Verfügung zum Lesen, sondern auch zum Beispiel Geschichte werden erzählen und dann vielleicht noch andere Veranstaltungen. Ja, es gab auch Aufführungen von euch. Es gab auch, gut, wir waren ja gar nicht auf dem Programm gestanden, wir haben einfach so hier angefangen und wieder erwarten, ganz viel Erfolg gehabt. Aber was schon auf dem Programm stand, waren diesen Schnellzeichner. Man konnte sich ja, so in Comic-Stil karikatieren lassen. Man musste allerdings eine Stunde anstehen. Ne? Kyrill hat das am Samstag mit seiner Family gemacht. Okay. Ich bin ja nicht so der Anstell-Fan, muss ich sagen. Aber ja, da gab es, ich glaube, 8 Zeichner. Okay. Und man musste nichts zahlen, sondern hat alles die Regierung wohl bezuschusst. Also die Zeichner wurden wohl von der Regierung finanziert. Und dann konnten die Leute sich da karikieren lassen. Das fand ich auch eine sehr tolle Idee. Und vielleicht werden das ja nächstes Jahr dann noch mehr so Cartoon-Zeichner sein. Ja, ich kann mir gut vorstellen, die ganze Familie, Eltern und Kinder, vielleicht ein paar Haustiere, die können auch dahin gehen. Haustiere habe ich jetzt ehrlich gesagt weniger gesehen. Aha. Die können auch nicht so gut mit Schere und Kleber umgehen. Es gab ganz viele Bastelecken auch, und es wurde schon viel Wert darauf gelegt, dass eben Eltern und Kinder zusammen irgendwas unternehmen. Ja, das war toll. Ja. Tinte. Ja, also genau. Eltern-Kind-Zelte gab es ganz viele. Aber überhaupt, wie ich eingangs gesprochen habe, viele Leute lesen gar nicht so viel. Ne? Aber anscheinend die Eltern hoffen immer noch, dass ihre Kinder möglichst viel lesen können. Oder ja, es gibt solche und solche Eltern, würde ich sagen, Bücher. Ne? Es gibt ja wahrscheinlich schon zu deiner Zeit Eltern, die wollen, dass die Kinder nur den ganzen Tag lernen und eben gut lesen können. Und dann gibt es Eltern, die überhaupt keine Zeit haben für die Kinder, die stecken sie zu den Großeltern. Und die haben jetzt aber auch nicht unbedingt den Nerv, den Kindern da Geschichten zu erzählen. Ja, und deswegen gibt es da in Taiwan ziemlich viele Freiwillige oder auch Sozialarbeiter von der Regierung, die sich um schwächere Familien kümmern, auch im Bereich Lesen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es war heute mal ein bisschen anders, noch lockerer, als wir ohnehin meistens schon sind. Heute vor allem ohne die 3 Chinesen mit dem Kontrabass. Und vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International und die Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon verabschiedet sich Chou Bihui und Yolong. Bye-bye aus Taipei.